Guten Abend, willkommen zu Gentlemen Prefer Blondes, ein Film, der in die Reihe Filmen Desire gehört, meiner Meinung nach nicht, weil ich blondiert bin, sondern weil es ist ein Film, der, es ist unfasslich, wie viel Sexualität sich auf der Leinwand in diesem Film abspielt. Also die Leinwand explodiert praktisch vor Sexualität. Und dennoch wird diese Sexualität, hat die etwas ganz Unbedrohliches, etwas ganz Leichtes, Unterhaltsames, Amüsantes. Das ist nichts Dunkles, sondern der Zuschauer kann sich diesem Spektakel der Sexualität hingeben, ohne sich unwohl zu fühlen. Zum Beispiel ist es auch faszinierend, die Szene im Schwimmbad mit Jane Russell, in der sie sich eben durch diese Masse männlicher, nackter Körper bewegt. Das ist eigentlich vor Homoerotik kann man sich kaum retten in dieser Szene. Und dennoch hat es etwas so, also es hat etwas fantastisch Surreales und ist in keinster Weise, in keinster Weise bedrohlich. Und es ist eine sehr starke weibliche Sexualität, die da dargestellt wird, die in dem Sinne dann auch die sexuelle Revolution eingeläutet hat. Diese weibliche Sexualität hat aber auch gleichzeitig etwas sehr Fragiles, also insbesondere im Fall von Marilyn Monroe, dass sie eben einerseits vor Sexualität sprüht, gleichzeitig wahnsinnig fragil wirkt. Also man hat ja permanent das Gefühl, dass sie jederzeit aus ihrem Kostüm herausbrechen könnte. Also wir können unsere Augen nicht von ihr abwenden, weil sie eben so stark und gleichzeitig so schwach wirkt. Und dadurch kontrolliert sie unsere Blicke und dadurch ist sie eben auch mehr als einfach nur eine großbusige Blondine. Sie hat etwas, was eben eine Tür zu einem Land der Begierde jenseits der Leinwand eröffnet. Also unsere Fantasie wird angeregt und ihre Aura ist so viel größer als das, was wir auf der Leinwand sehen. Und das ist faszinierend. Und Gentlemen Prefer Blondes, ein großartiger Film und viel Freude damit.